Ach, kannst du zum Mond fliegen, Alter? Bringe ich dich selbst in einen fetten Arschtritt. Leute. So, ich baue jetzt den Mist hier weg. Und werf die dahin. Und die machen wir wann anders. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe da wirklich, also. Nee. Nee, muss nicht sein. Nein, ich will es jetzt auch nicht nochmal versuchen. Mann. Irgendwann reicht's auch, ja? Irgendwann ist okay. Das war Challenge 8, wo ist jetzt Challenge 9? Mini-Challenge ist hier zumindest. Challenge 14, Challenge 9 und 10. Ja gut, Challenge 8 müssen wir also noch zu Ende machen. Wo habe ich denn jetzt meinen Stift? Dann schreibe ich mir das noch auf. Ich meine, ist sowas nicht auch okay? Wir haben es jetzt bis Challenge 8. Wir haben es jetzt bis Challenge bis zur Stufe 5 da geschafft. Und dann macht man jetzt erstmal was anderes und macht später das danach. Aus meiner Sicht eigentlich kein Problem. Slops and Snow. Stage 1, the cooler. What the fuck is here? Ich geh mal hoch. Nur mal gucken. Immer probeweise. Stage 3, okay, gut. Also ich muss runter. Hui, bomm. Ja, Mann, Schnee. Oh nein, mit Eis wird das dann sein. Das ist das vierte, was ich nicht mag. Eis. Heißes Eis. Hui. Checkpoint. Ja, es ist jetzt ein harter Wechsel für euch vielleicht zwischen Bibliothek und Eiswelt. Ja, für mich auch nicht leicht, ganz ehrlich. Ich hätte gern das geschafft, ne, aber irgendwann ist auch okay. Irgendwann, nein, hat man keine Lust mehr. Ach, Mano, dieses Sign-in, also. Nee. Ja, Mann, bei Eis ist das echt schwer, den richtigen Sprung abzukriegen. Hoch. Weißt du, alle Challenges, die ich jetzt nicht schaffe, schreibe ich mir so separat auf und die probiere ich dann nochmal am Ende. So, also ich hake jetzt sozusagen Challenge 8 als nicht geschafft ab, aber ich probiere es, wenn ich alle Challenges durch habe, probiere es nochmal ein, zwei Folgen lang jede Challenge. Ich finde, das ist ein Kompromiss, Alter. Wow. Nein, nein! Fick deinen Arsch. Fick deinen Arsch, Arsch, Arsch. Deinen fetten Arsch. Ja, fick ihn. Sorry für diese Wortwahl. Gerade. Aber ganz ehrlich, ja. Ich glaube, ich hole mir noch einen zweiten Spieler dazu. Kann ich ja noch später reinholen. Ich meine, wir sind jetzt bei Challenge 9. Es gibt 50 Challenge. Habe ich den eben ein bisschen später geholt, den Spieler. Ihn wird es freuen, dabei sein zu dürfen. Oh. Und ja. Also 9 Challenges, 7 geschafft, 2 nicht. Das ist sehr bitter, schon 2 nicht geschafft zu haben, aber ich will auch nicht ewig dranhängen an welchen und wie gesagt, die hänge ich dann nochmal hinten dran, wenn ich dran denke. Müsste mir einen Zettel gut aufschreiben und gut wohin hängen, wo ich oft hingucke, dass ich dran denke. Sonst vergesse ich das noch.
Und er kann sich auch nie bei den Sprüngen entscheiden. Das eine Mal ist es super mit dem Doppelsprung darüber, das andere nicht, ne? Ist wegen dem Eis, ist so rutschig. Ja, klar. Flieg auf einmal ganz weit weg. Es ist nicht leicht mit Eis. Ganz bestimmt nicht. Ja! Geilstes Forever, geilstes Forever. Wie die Leitern hochgehen, diese Männchen, Alter. Wie das aussieht, ey. Hoch! Scheiß Dreiersicht hier. So. Ganz elegant das machen. Ich bin doch Mann, Ometa, schreit der Peter. Ich hau dir gleich die Fresse aus. Ich sag sehr viel Fresse, kann das sein? Keine Angst, ist nur in so einem Let's Play. In Let's Plays, die mich aufregen. Wie diese hier. Ich werde so schnell aggressiv bei solchen Maps. Es ist nicht gut, dass ich die Let's Player und das alle bei YouTube sehen können, aber ohne Witz. Ja, die Map ist wiederum auch so scheißen dreckig. Nein, geil natürlich. Ich will wenigstens das hier noch schaffen. Also sprich, die erste Stufe von Stage 2. Mann. Oh, dieses Kackeis, Alter. Ohne Witz. Hoch. Ich sag auch oft hoch in einem Let's Play. Hm. Ich benutze nur die gleichen Wörter. Ich bin voll einfallslos. Nee, aber kommentieren ist sehr schwer und dabei spielen. Es denken immer alle, ey, ist doch voll einfach. Dachte ich früher ehrlich gesagt auch, ey, ist doch scheiße. Voll einfach. Ist es überhaupt nicht. Checkpoint, ja. Stage 3. You're doing good. Ach du Kacke, ach du Kacke. Und ja, klar. Klar muss ich jetzt runterfallen. Wie gesagt, das denken immer alle Leute, boah, das ist doch eigentlich voll leicht, ne? Zu Let's Playen, man muss doch einfach nur die Tasten drücken und mehr nicht. Oh, so kann man es auch machen. Leute, glaubt mir. Das ist echt schwer. Ja, die meisten werden sich jetzt an den Kopf vielleicht fassen und sagen, ist der bekloppt, was erzählt er uns da? Das ist doch nicht schwer. Doch ist es. Also, hoch. Ich meine, für Anfänger natürlich noch mal mehr. Für Fortgeschrittene dann nicht mehr so. Für dann Profis, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist auch nochmal leicht, aber es ist immer natürlich ein Druck da, beziehungsweise was heißt ein Druck, ein, ja doch, man kann schon sagen Druck, auf der einen Seite, ich muss jetzt gut spielen, ne, dass ich die Zuschauer nicht so langweile, und auf der anderen Seite, wenn ich, Alter, ich hasse Eis, wenn ich nicht so gut spiele, muss ich, na, wie heißt das? Wow, wow, wow. Gut kommentieren, um wenigstens Unterhaltung zu bringen.
Alle sagen immer, ich könnte Kommentator werden. Ich weiß nicht wieso. So gut bin ich gar nicht im Kommentieren, finde ich. Ich kann auch meine lustigen Momente haben, ja, aber...